Ja, Schlager.de ist heute zu Gast hier bei Goldmeister. Die haben auf ihrer Tour heute Köln gewählt. Und zwar nennt sich das Club Bahnhof. Ist eine ganz tolle Halle und wir waren selbst noch nicht hier, aber wir werden uns überraschen lassen. Du, Chris, hast ja eben schon gesagt, es ist eine ganz tolle Location mit einer tollen Bühne. Und ihr wart gestern schon in Hamburg. Direkt als Eingangsfrage, wie war es in Hamburg? Also ich fand's Hammer. Es war eine sehr, sehr energiegeladene Show gestern. Wir hatten alle mächtig viel Spaß auf der Bühne und ich glaube, das hat sich so ein bisschen auch aufs Publikum übertragen. Also die waren wirklich heiß bis in die letzte Reihe. War super. Ja. Es hatte einen sehr, sehr familiären Charakter gestern, weil es so eine schöne, enge Location war und es hatte eine ziemlich gute Energie auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir das heute ja auch wieder hin. Also wenn ihr nicht, wer dann sonst? Ja, man kann ja bei euch wirklich schon fast sagen, so ein richtiger kometenhafter Aufstieg, den ihr jetzt da so vollbracht habt, ne? Ihr wart ja in diesem Jahr schon dreimal im Fernsehgarten. Dann wart ihr bei der Kamm-Nebel-Show. Wie geht ihr mit diesem plötzlichen Erfolg denn so um? Also ich finde, man kann das eigentlich gar nicht so realisieren, weil die Tage davor war es ja auch irgendwie gleich. Also es kommt einfach so und du kannst jetzt irgendwie nicht sagen, dass irgendwas großartig sich verändert. Ne? Also die Momente aber, die du da erlebst, ne, die sind natürlich gigantisch und die muss man einfach irgendwie mitnehmen, einpacken und immer bei sich behalten, weil das ist echt, ist eine klasse Sache. Ja. Naja, aber so ein bisschen das Privatleben verändert sich doch dann auch, wenn man so erfolgreich ist, oder? Also bis jetzt tatsächlich nicht großartig. Man hat weniger Zeit für seinen Otto-Normalverbraucher-Job sozusagen, den wir noch machen nebenbei. Aber ansonsten hat sich noch nicht so viel geändert, glaube ich, oder? Bei dir? Nö. Wir sind noch bodenständig. Ja. Ja, bodenständig auf jeden Fall. Ich denke mal, das werdet ihr beide auch bleiben. Aber ich denke mal, wenn man doch mehr unterwegs ist, ändert sich doch schon was. Ja, es ist natürlich so, dass natürlich der enge Freundeskreis, der kommt halt ein bisschen kürzer. Das muss man einfach sagen. Es ist aber auch so, dass die alle dahinter stehen, ne? Was man macht und sagen, hey, super und wir finden das toll und großartig. Gönnen dir das von Herzen und ja, also von daher kann man da ruhigen Gewissens auch mal fehlen zwischendurch. Ja. Naja, gut. Was bringt euch die positive Energie in euer Leben? Habt ihr da so ein Patentrezept? Du meinst jetzt, wie wir die aufnehmen? Das ist eine gute Frage. Also ich für meinen Teil bin immer schon positiv energiegeladen, wenn ich dann mit den Jungs auf der Bühne stehe. Gestern zum Beispiel war ich vor dem Konzert, Chris kann es bestätigen, so übermüde, dass ich dachte, boah, fuck, das wird bestimmt, oh, Entschuldigung, das wird bestimmt, ja, weiß ich nicht. Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt, ich war müde und nach dem ersten Song oder während des ersten Songs schon war ich da sozusagen und die ganze Müdigkeit war weggeblasen und das ist einfach das, wo ich meine Energie hersorge, dass wir auf der Bühne zusammen eine Einheit sind und einfach uns zusammen, ja, dass wir zusammen funktionieren einfach so gut, das ist, glaube ich, das. Ich denke mal, das ist auch euer Erfolgsrezept, ne? Also dieses Zusammenfunktionieren ist ja bei euch wirklich so, ja, wie sagt man auf Deutsch, Arsch auf einmal. Genau. Also man kann bei uns ja wirklich sagen, ne, wir sind halt wirklich auch Freunde, ne, und wir machen halt auch privat viel miteinander und ich glaube, das ist wirklich so die Sache, die es echt ausmacht. Dann klappt es halt auch einfach auf der Bühne sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn wir uns jetzt irgendwie auf den Tod nicht ausstehen könnten, dann ist es natürlich schwierig, dann gehst du irgendwie mit Magengrummeln daran. Und ansonsten sind wir beide, wie der Phil schon sagt, so von Natur aus irgendwie so die Energiebündel, die immer so, hey, die immer irgendwie da sind und morgens früh schon. So, und von daher ist das natürlich auf der Bühne nicht anders. Da gibst du sowieso dann alles. Da kommt der Adrenalin dazu und dann geht es einfach ab. Ich glaube, das ist alles das, was es ausmacht, irgendwie die nötige Energie dann zu haben. Genau. Wann seid ihr beiden am ehesten kreativ? Ja, in der Nacht. Also ja, wir haben ja beide so ein Nachtfable irgendwie. Wir sind gerne mal länger wach. Da kommen viele kreative Ideen. Gestern Nacht haben wir um 2:30 noch telefoniert und haben noch Ideen für die nächste Show auf die Beine gestellt. Genau. Also in der Nacht, würde ich einfach mal sagen. Oder? Genau. Passt. Wir werden dann heute sehen, was daraus geworden ist. Ja, mal gucken. Ob dann die Ideen, die man in der Nacht hat, ob sie die besten sind, das werden wir halt sehen. Wann vergesst ihr die Zeit? Also lustigerweise, wenn ich am Klavier sitze. Da, Klavierspielen ist für mich, ich spiele seit Jahren Klavier und wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, wenn ich,
ich muss immer irgendwie ans Klavier, jeden Tag ein bisschen Klavier spielen. Wenn ich da dran sitze, dann ist es wirklich so, dann gerate ich in so eine Trance und dann ist die Zeit bei mir auch weg. So. Ich wollte sagen, beim Musizieren, und das beinhaltet dann halt Gitarre spielen, Klavier spielen oder vielleicht auch mal einfach auf der Bühne stehen und mit Chris zusammen performen, weil das gestern zum Beispiel auch, das war, ist einfach so an uns vorbei, also an mir zumindest vorbeigeflogen, dass man dachte so, hä, wie, 1:20 schon vorbei? Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Also wer da vor der Bühne steht und steht noch still, geht eigentlich gar nicht. Ne? Nee, das geht echt nicht. Ja, genau. Das ist dann schon echt lame. Ne? Also da kriegst du, das sind dann aber auch so Couch-Potatoes, die kriegst du dann halt auch einfach nicht dazu. Und dann soll das aber auch so sein. Aber jetzt muss, halt man auch, so, ja. Jetzt muss man natürlich auch sagen, was wir machen. Das hat ja viel mit Texten zu tun. Die viele Leute halt eben nicht auswendig kennen und die sind dann halt einfach, die stehen dann da und sind einfach ganz aufmerksam, weil sie die Texte verstehen wollen. Ne? Und deshalb kann man auch nicht immer erwarten, dass die jetzt immer so hey dabei sind, weil die wollen halt auch was vom Text, vom Inhalt konsumieren. Wir haben euch ja schon zu dem anderen Konzert begleitet, auf der kurzen Tour, die ihr gemacht habt, und da habe ich mal so um mich herum geguckt, also da war wirklich keiner, der stillgestanden hat, also der Fuß war mindestens immer in Bewegung, also irgendwas hat immer gewackelt. Ja, also es ist natürlich auch, also wir sind generell, auch wenn man jetzt Videos bei Facebook von uns sieht, ne, dann siehst du uns zwei da irgendwie stehen, siehst aber gar nicht wirklich so genau, was passiert denn eigentlich im Hintergrund. Aber man muss immer sagen, dass zu uns beiden natürlich auch noch 7 weitere Musiker gehören, genau, die das ganze Ding dann eben auch tragen und letztendlich dann auch füllen. Richtig. Und wenn die schon allein auf die Bühne kommen und mit dem Intro starten, ja, dann ist das schon dann so ein Brett, los, ja, dass ich da schon dann Backstage stehe und wir beide so mit dem Intro und beide sind irgendwie so, jetzt geht's los. Ja. So, und von daher, also das muss man immer dazu sehen, wir sind quasi 9 Leute auf der Bühne. Richtig. Und das ist natürlich das, was es ausmacht, warum da auch so ein ordentliches Fund rüberkommt. Ne? Okay. Du kannst, natürlich ist es auch manchmal so, je nach Location oder so, lässt es sich das eben nicht anders bewerkstelligen, dann sind wir auch mal zu zweit unterwegs, mit Halbplaybacks, Musik, also Gesang natürlich immer noch live. Aber da ist es einfach so, dass du lang nicht das geben kannst oder zeigen kannst, was du eben kannst, wenn du in der vollen Besetzung bist. So sieht's so aus. Wie heute. Ja. Heute ist volle Besetzung, volle Besetzung. Da freue ich mich schon riesig drauf. Was kann dein Partner an dir gar nicht leiden, Chris? Oder deine Partnerin? Ich wollte gerade sagen. Ach so, ich dachte, so, du meinst es auch nicht. Ja, ja, so, genau. Ich bin sehr, sehr unordentlicher Mensch. Ich lasse gern mal hier und da was liegen. Und ich glaube, das ist aber generell so ein Männer- und Frauending. So, also die Männer, ja, ja. Unordentliche Frauen, so würde ich also das wenn sagen. Also wenn ich jetzt an Kollegen Barth denke, ne, also der bringt das schon auf den Punkt, ne, also Frauen und Männer, die haben oftmals die gleichen Themen. Und dann ist es einfach so, du kannst auch mal wieder den Müll rausbringen. Genau. Musst du die Sachen immer da oben auf die Spüle stellen? Kannst du die direkt irgendwie in die Spülmaschine packen? So, da, ne? Das ist so, manchmal so ein Reibungspunkt. Aber wir haben uns lieb. Du hast gerade gelacht, dann bist du der Ordentliche, oder? Nee, das Ding ist, ich glaube, du hast über deine Freundin gesprochen. Ja, genau. Und ich habe gedacht, wir reden über uns sozusagen. Ja, ich habe ja keine Freundin, aber ich glaube, meine Freundin, was sie an mir genervt hat und was auch Chris wahrscheinlich ab und zu mal nervt, ist meine Unpünktlichkeit. Und dass ich halt... Hatten wir das nicht gerade eben auch? Ja. Wir waren verabredet, ja, aber... Ne? Aber, ja gut, ich sag da jetzt nichts zu. Ja, aber das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Ich bin teilweise echt ganz schön verplant. Was habt ihr beiden in den letzten 12 Monaten über euch gelernt? Also auf jeden Fall lernst du, wenn du sowas machst, mit so einer großen Besetzung unterwegs bist, in solchen Produktionen tätig bist, du lernst einfach Professionalität, du lernst auf dem Punkt da zu sein. Das ist so, dass ich was ich für mich wirklich mitnehmen konnte, einfach ganz anders und professioneller mit mir selbst umzugehen. Mich einfach besser zu planen. Und du so? Ich würde sagen, also im Zusammenhang jetzt mit uns würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall durch dieses Jahr einiges an Zusammenspiel gelernt haben, wie wir zusammen auf der Bühne gut funktionieren. Das haben wir ja vorher schon zwar gemacht, aber unsere neue Band, jetzt die Band, die wir jetzt am Start haben, da hat das einfach viel mehr Hand und Fuß bekommen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was für mich jetzt am ehesten passen würde, so dass wir einfach noch besser zusammen funktionieren. Und das tut ihr auf jeden Fall. Also
das macht auch schon den Erfolg aus, ne, irgendwo. Auf jeden Fall. Also wir machen das ja jetzt noch, ne? Also ich sag mal, Goldmeister ist ja noch nicht so ein Ding, was wir jetzt schon irgendwie seit 10 Jahren machen oder so. Von daher noch keine alten Hasen. Und ich sag mal, auch so ein Projekt, so eine Band, das muss sich alles erstmal miteinander einspielen. Und da kann man wirklich sagen, so bei jedem Live-Gig, bei jedem Konzert, lernst du wieder dazu und hast Feinheiten irgendwie rausgekitzelt, die du, wo du einfach weißt, oh, beim nächsten Mal probiere ich das nochmal und wenn das dann irgendwie ankommt, dann mach ich das nochmal. Das ist einfach, na klar machst du dir Gedanken, ne? Das kannst du vielleicht besser machen und so. Aber da, wir sind schon echt eingespielter. Ja, dann würde ich mal sagen, ihr beide habt jetzt, glaube ich, ein bisschen Lampenfieber, denn gleich geht's für euch auf die Bühne hier in Köln und wir freuen uns schon riesig drauf und aber zunächst könnt ihr ja nochmal sagen, wo gehen denn eure nächsten Termine weiter? Die Tour ist ja noch nicht zu Ende, ist ja heute erst der zweite Gig. Und habt ihr die Termine ein bisschen im Kopf oder sollen die Leute auf eure Seite gucken? Also wir haben auf jeden Fall, wir spielen 2 In-Store-Gigs im nächsten Monat, im November, in Saturns, einmal in Hamburg und in Dortmund. Ach doch, dann sind wir im Dezember bei der WDR Weihnacht unterm Baum dabei, in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann spielen wir unsere Tour natürlich weiter auch noch, die Tourtermine, weiteren 5 Konzerte sind es. Das ist ganz kurz vor Weihnachten. Also da kann man nochmal so den Weihnachtsstress irgendwie so ein bisschen entweichen, nochmal ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Aber ansonsten goldmeister.info, da findet man alle Termine. Genau. Alle reinschauen und wann die Termine sind. Also das darf eigentlich keiner verpassen. Das sollte sich wirklich jeder mal live angeschaut haben und ganz schnell Karten kaufen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir wünschen euch für eure weitere Zukunft ganz, ganz, ganz viel Glück und Erfolg und macht weiter so und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und lieben Dank an euch für das Interview und für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Hallo zusammen, das ist der Chris. Und das ist Phil. Und wir sind zusammen Goldmeister, beziehungsweise eigentlich sind wir 9 Leute. Genau, und wir möchten euch, liebe User von schlager.de, allen mal Dankeschön sagen für euren großartigen Support. Vielen Dank. Das ist echt super. Ciao. Ich bin schon ganz bei mir.
Egal wo